Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mit. Ticketkäufer aus dem Ausland sollen eine Kostenerstattung erhalten. Ausländische Fans haben bislang rund 1 Million Tickets erworben. Ob Einheimische in die Arenen dürfen, soll Ende April entschieden werden. Die Sommerspiele beginnen am 23. Juli und enden am 8. August. Die Paralympics finden vom 24. August bis zum 5. September statt. Und bei mir im Studio begrüße ich nun Carsten Flügel aus der NDR Sportredaktion. Sie kümmern sich als Programmchef der ARD um die Vorbereitung der Olympischen Spiele. Nun haben wir gehört, also keine ausländischen Zuschauer in diesem Jahr dürfen nach Japan reisen zu den Olympischen Spielen. Was bedeutet das? Es macht zunächst mal die Spiele für Japan sicherer, denn 1 Million potenzielle Virenträger sich ins Land holen oder nicht, das macht schon einen Unterschied. Und wir haben ja zuletzt erst lernen müssen, dass etwa 80% der japanischen Bevölkerung dem Ganzen ohnehin jetzt sehr, sehr skeptisch gegenüberstehen und mal mindestens eine Verschiebung, wenn nicht sogar eine Komplettabsage wünschen. Genau diesen Personen begegnet man jetzt einfach damit, dass man ihnen sagt, zumindest mal die Millionenschar von Besuchern kommt jetzt nicht in unser Land. Kann man denn aus der Entscheidung der Organisatoren Rückschlüsse ziehen, ob die Spiele im Sommer überhaupt stattfinden? Das würde ich nicht sagen. Also der Ausschluss von ausländischen Besuchern stand schon länger im Raum. Die nächste Frage wird dann ja sein, kommen japanische Besucher überhaupt in die Stadien oder an die Sportstätten? Auch das wird im April entschieden. Das IOC hat immer betont, wir werden diese Spiele auch durchziehen, wenn keine Zuschauer dabei sein können. Und darauf deutet ja im Moment vieles hin. Vergangenes Jahr schon kein olympischer Wettbewerb. Nun dieses Jahr wieder diese Ungewissheit. Was bedeutet das denn für die Sportlerinnen und Sportler? Das ist schon quälend für die. Ne? Man muss sich nur mal vorstellen, die meisten Sportler, die bei Olympia starten, tun dies in Sportarten, die nicht so im medialen Fokus sind. Die haben also nur alle 4 Jahre ohnehin die große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Die arbeiten 4 Jahre eigentlich genau darauf hin. Dann kommt die Absage. Das heißt, ein weiteres Jahr jetzt noch mal erarbeiten. Und gerade die, die vor dem Karriereende stehen und die gesagt haben, komm, das eine Jahr gebe ich mir jetzt noch. Die jetzt noch mal zu motivieren, ist eine große, große Schwierigkeit. Für die täte es einem natürlich extrem leid, wenn dann die Komplettabsage käme. Und vielen läuft ja auch die Zeit davon. Also 4 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum für einen Sportler. Absolut, ja, natürlich. Die Zyklen sind, wie sie sind. Und gerade, wie ich eben schon skizziert habe, die Sportarten, die nicht so im Fokus sind, wenn ich die wirklich nur alle 4 Jahre präsentieren kann, dann kann ich das eigentlich nur 2, vielleicht 3 Mal in meinem ganzen Sportlerleben tun. Insofern ist dann so eine Absage dann wirklich ein Schlag ins Kontor für die. Und was bedeutet das für die Medien? Sie als Programmchef bereiten ja für die ARD die Olympischen Spiele vor. Wie gehen Sie mit der Unsicherheit um? Auch schwer, natürlich. Ja. Wir denken und planen wirklich von Tag zu Tag immer mit der Angst im Nacken, kommt jetzt die Absage doch, wenn sie auch verständlich wäre. Das steht natürlich über allem. Aber klar, wir arbeiten vor Ort, wenn es denn dazu kommt, unter ganz anderen Bedingungen, als wir es gewohnt waren. Wir müssen Tage vorher sagen, wo wir wann sein werden. Wir dürfen öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen. Wir dürfen keine Restaurants aufsuchen, wir dürfen nur pendeln zwischen Hotel und Arbeitsplatz. Das alles sorgt natürlich für eine große Einschränkung der journalistischen Berichterstattung, sodass wir uns ohnehin entschieden haben, den Großteil unseres Personals nicht nach Japan zu entsenden, sondern alle in Deutschland zu versammeln. Trotzdem, wenn das Ganze dann komplett abgesagt werden würde, wäre das natürlich auch für uns analog zu den Sportlern gleichbedeutend mit 5 Jahren Arbeit für die Tonne. Und kann man denn schon absehen, wann eine definitive Entscheidung stattfinden wird, ob sie stattfinden oder nicht? Nein, das wüssten wir gerne. Das würde uns Planungssicherheit geben, mal mindestens das. Aber tatsächlich müssen wir wirklich, wie es im Sport immer so schön heißt, von Tag zu Tag denken und warten, was passiert. Danke, Carsten Flügel aus der NDR Sportredaktion, für die Information. Gerne. Danke.